Oh, ihr Fieslinge! Ach du grüne Neune, da hat mich was erwischt. Katztastisch begrüße ich euch zu Ninjago, die Meister der Zeit. Turnier der Tapferen. Das ist ein Spiel, das man auf Togo.de spielen kann und ich finde es so lustig und super, dass ich das unbedingt mal zeigen möchte. Deswegen starten wir direkt das sagenumwobene Spiel rund um Ninjago. Meine Lieben, macht euch bereit auf etwas wirklich Faszinierendes und sehr Spannendes. Willkommen zum Turnier der Tapferen. Hier treten die Ninja und ihre Freunde gegeneinander an. Aber keine Sorge, es ist alles nur zum Spaß. Mit den Pfeiltasten kannst du dich bewegen. Triff deine Gegner mit Wurfgeschossen aus der Ferne. Zusätzlich findest du Schwerter, Kampfstäbe und Nunchakus. Damit kannst du in den Nahkampf gehen. Im Level verteilt findest du Fallen, die du mit den Schaltern auf dem Boden betätigen kannst. Es gibt Nudelsuppen, die dich heilen. Oh, lecker! Sammle so viele Punkte wie möglich. So kannst du neue Figuren freischalten. Okay, dann würde ich sagen, wir spielen. Und wir beginnen das Spiel ganz klassisch mit Lloyd, weil Lloyd ist so für mich die Hauptfigur eigentlich. Kann man eigentlich schon sagen, ist auch in Ninjago so. Und lasst uns loslegen. Das Tolle an dem Spiel ist, ich habe schon mal getestet, deswegen heißt es hier gerade Test. Man spielt das gegen echte Spieler, die zufällig in einen Raum geschmissen werden. Das heißt, wir sind, glaube ich, zu sechst, habe ich es richtig im Kopf? Genau, sechs Leute spielen. Also alle, die gerade online sind, werden in einen Raum geschmissen, zufällig. Und ich spiele jetzt gegen Tod, Martha, Derbelin 2 und zwei anderen. Und das ist eigentlich total cool. Man läuft hier rum, das ist so praktisch das Turnier. Das ist so die Kampfarena und man kann die Fallen nutzen, um die anderen abzuschießen. Zum Beispiel mit Pfeilen. Und mit meinen... Wow! Mit meinen... Hilfe! Hilfe! Oh Gott! Mit meinen tollen Nunchakus oder... Nee, Quatsch, mit meinen Shuriken, oder? So heißt das doch. Die Wurfsterne. Mit meinen Wurfsternen auf jeden Fall. Habe ich auch immer einen Angriff parat, um die anderen abzuschießen. Schaut mal, wow! Ziemlich gefährlich. Hier gibt es auch den Schalter, um eine Bodenfalle zu aktivieren. Und da kann man auch ziemlich taktisch spielen. Das ist das Schöne an dem Spiel. Man kann nicht nur den anderen Ninjas hinterherrennen und sie mit seinen eigenen Wurfgeschossen abschießen. Nein, man kann auch die Fallen verwenden im richtigen Moment. Zum Beispiel jetzt. Zack, werde ich erwischt. Aber schaut mal, ich habe schon 24 Punkte. Also so schlecht bin ich nicht. So, Achtung. Oh, Christina. Christina ist hier und spielt Jay. Oh, die arme Christina. Jetzt ist sie runtergefallen. So. Hier, schaut mal, das kann ich auf jeden Fall immer nutzen, das ist immer ganz gut. Pam, 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 habe ich jemanden erwischt? Ich weiß es nicht. Meine Lieben, hier mal der Hinweis, falls euch das Spiel gefällt und ihr es super lustig findet, dann lasst doch einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr auf jeden Fall noch eine weitere Folge von dem Spiel sehen möchtet. Und schaut mal, den habe ich gerade mit Pfeil und Bogen getroffen. Der Martha bleibt einfach liegen. Wenn Figuren liegen bleiben, heißt das... Oh, ich habe gewonnen! Lloyd, du bist der Beste! 31 Punkte, klasse! Ich bin auf Platz 1 mit 31 Punkten. Gut, ich muss sagen, ich spiele wahrscheinlich auch gegen ganz, ganz junge Kids. Und ich bin da etwas geübt. Daher ist das auch gar nicht mal so schwer gewesen, zumindest für mich. Aber sagt niemals nie. Man weiß ja nie, wen man als nächstes als Gegner trifft. Und wer wirklich hinter dem Computer sitzt oder hinter dem Laptop. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Handy spielen kann. So, jetzt spielen wir mal mit dem lieben, guten, alten Freund Kai. Und ich habe schon eine Bronzekrone, wie man sehen kann. Und schon auch ein, zwei Charaktere freigeschaltet, hat man ja auch gerade eben gesehen. Nur war ich gerade so im Redefluss, dass ich gar nicht drauf eingehen konnte. Uiuiui. Ich muss auch mal die anderen Fallen ausprobieren. Schaut mal, da unten gibt es eine Waffe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wurde aber nicht erwischt. Übrigens, wenn ihr dieses Flackern seht, dann liegt es nicht an eurem Computer, Tablet oder Smartphone, wo auch immer ihr das Video schaut, sondern bei mir leider am Spiel. Es ruckelt nur, wenn ich eine Aufnahme mache, mit einem Aufnahmeprogramm. Blöderweise. Daher nicht wundern. Okay. Oh, schnell weg, schnell weg. Ich glaube, der Wu verfolgt uns. Wow, ihr seid echt fies. Na, wartet. Und, fällt niemand runter? Jetzt aber. Hab ich den runtergeschmissen? Oh, der Wu nervt. Oh, Mann. Wu. Ha, da bin ich wieder. Jetzt krieg ich dich aber. Siehst du? Hast du davon. Weil du mich so geärgert hast, Wu.
Okay, Wu kommt wieder. Achtung, Achtung. Jetzt. Das ist ein spannender Zweikampf. Oh, wer bist du denn? Hallo, Meister Wu. Ich bin's, Kai. Achtung, Hilfe! Wow! Hier kann man die Fallen echt gut einsetzen. Schaut mal. Jetzt komm, renn weg, renn weg. Schade, er bleibt stehen. Gut, aber ich habe ihn gut erwischt. Überall Fallen, ey. Das ist unglaublich. Nudelsuppe! Ja, ich bin wieder geheilt. Ich habe... Wow! Wow, du kannst mir jetzt echt schnell entgegen, mein Lieber. Komm, 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 lauf in die Falle, lauf in die Falle. Ah, weia. Haha, glaub nicht, ich wäre so doof und lauf da jetzt rein. Ha, gewonnen! 41 Punkte gegen Wu mit nur 17 Punkten. Oh, der Wu ist sogar auf dem zweiten Platz gelandet. Johannes auf dem vierten. Djokovic. WDRC. Oh, manche haben echt komische Namen. Aber ich finde das Spiel super lustig, weil man dann einfach nicht gegen im Spiel generierte Figuren spielt, also vom Computer gesteuert, vom Spiel selbst, sondern mit echten Mitspielern. Das müsste es echt noch auf dem Handy geben. Das wäre, glaube ich, extrem cool. So, ich spiele es mit... Ronan. Los, auf geht's! Los, auf geht's! Allein der Spruch ist super. Okay, los, auf geht's! Los, auf geht's! Ich bin's, Katze! Los, auf geht's! Wir spielen gegen Philipp, Master Wu und vielen anderen. So, jetzt, Achtung, wir holen uns erstmal Nudelsuppe. So, ich bin's, Ronan. Oh, okay, auf geht's. So, oh nein, da spielt jemand Cole. Cole ist extrem cool, ich bin ein großer Cole-Fan seit Ninjago. Für die, also von dem Ninjago-Film. Die Videos gibt's hoffentlich bald wieder. Oh, das war aber ein spannender Zweikampf gerade eben. Oh, hallo Philipp. Spielst du Nia? Das ist doch Nia, oder? Oder ist es Jay? Ich glaube Nia. Oh nein! Oh, der ist ziemlich wütend, dieser Ninja. Dieser Samurai. Ich glaube, ich sollte... Okay, komm. Den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich. Ah, bleib stehen! Lauf in die Falle! Ja, ja, ja! Oh nein! Ich hätte warten sollen. Okay, doch noch erwischt. Ich hätte warten sollen, den man dann mit Pfeil und Bogen abschießen müssen. So, Achtung! Komm, Philipp, beweg dich! Schnell weg! Achtung, ein Samurai! So, hey, bleibt stehen! Oh, ihr Fieslinge! Ach, du grüne Neune, da hat mich was erwischt. Nicht schlecht, aber ich bin zurück. Los geht's! Komm, Philipp, beweg dich mehr. Man muss hier im Spiel, das ist so ein Tipp an euch, falls ihr das Spiel auch spielt, immer in Bewegung bleiben. So kann euch der Gegner nicht erwischen. Weil wenn ihr stehen bleibt, dann kann der Gegner in Ruhe mit der Maus auf euch klicken und schießen. So, ich glaube, wir sind ganz gut dabei mit 37 Punkten. Bei uns noch, kommen 2 Punkte noch. Sehr gut, 40, 41, 42 Punkte habe ich noch gemacht. Aber auch nur, weil der Philipp sich nicht bewegt hat. Also das war ein bisschen unfair von mir. 42! Und Lou T-Rex auf Platz 2. Master Wu, was macht er da unten? Und der arme Jo mit Jay auf dem letzten Platz. Und genau, Philipp war also doch Nia. Gut, welche Figur machen wir als nächstes? Ich mache heute nicht alle durch, ich mache die Hälfte durch, die zweite Hälfte dann im zweiten Video. Lass mal gucken. Eigentlich könnte man wirklich Nia oder Jay nehmen. Nia? Sollen wir Nia nehmen? Komm, nehmen wir Nia. Das schaffen wir. Auf jeden Fall, Nia. Zeig, was du kannst. Mal gucken, gegen wen wir diesmal kämpfen. Der Theater oder sowas. Der Theater, auch ein schöner Name. So, nom, 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 Nudelsuppe. Ich bin bereit. Oh, 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 oh. Wie heißt du denn? 1, 2, 3, 4, 5, 0. Was für ein toller Name. Achtung, Falle. Ah, weia. Ausgewichen, nicht schlecht. Bleib stehen, ich kriege dich. Oh, ja. Ich habe noch vor ihm die Nudelsuppe bekommen. Den hätte ich dann schon mal besiegen können. Aber wo sind die anderen? Wow, okay. Schöne Falle, aber nichts passiert. Niemand in der Nähe. Du. Hallo, hallo, hallo. Hallöchen. Oh, was ist denn hier los? Oh, Hilfe! Jetzt schnell die Falle aktivieren. Oh nein, das habe ich jetzt vermasselt. Oh, 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 oh. Hä, was ist jetzt los? Oh, ich bin mit der Maus nicht richtig im Bild gewesen. So, jetzt, Achtung, Falle. So, lauf rein, lauf rein, mal lauf rein. Oh nein, der Lloyd hat mich besiegt. Genau zu der Falle wollte ich gerade eben. So, wir laufen mal oben rum. Da oben schießt irgendjemand rum. Wer ist denn das? Wer schießt da die ganze Zeit? Hey, du da oben. Hör auf zu schießen. Lloyd, hör auf. Weg mit dir. Ja. Lloyd bezwungen. Oh, da ist er schon wieder, der mit der komischen Zahl. Und der Ronan.
Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Hallo Kai. Oh, hallo. Der hat mich kurzerhand mal kurz platt gemacht. So. Ihr zwei. Dussels, ihr. Bleibt stehen. Du Dussel. Komm schon. Oh weh, oh weh, oh weh. Oh, den habe ich noch bezwungen. Aber er hat gewonnen. Er hat sich hingelegt. Hey, ich bin der Gewinner. Okay, sehr cool. Oh, 46 Punkte. Nicht schlecht. Also Applaus an der Theater. Wobei, Theater schreiben wir ja mit H. Naja, egal. Meine Lieben, ein Match machen wir auf jeden Fall noch, würde ich sagen. Wer fehlt denn noch? Wen nehmen wir denn? Wir hatten schon... Aha, 2, 3, 4, 5... Nehmen wir Samurai X, oder? Los. Herausforderung angenommen. Wow. Da hat er mal eine coole Stimme. Herausforderung angenommen. Achtung, jetzt bin ich der Samurai X. Hallo, ich bin's. Hallo, Leute. Der Mirko. Warum bleibt denn der einfach nur stehen? Mirko, beweg dich, du Armer. Schnell, Mirko. Autsch. Master Wu, hören Sie auf. Master Wu. Lassen Sie mich in Ruhe, Master Wu. So, Master Wu. Tschüss. Ah, okay. Der Lu hat's gemacht. Hallo, Master Wu, da sind Sie ja wieder. Schön, Sie zu sehen. Kommen Sie mal mit, ich habe ein paar Fallen für Sie vorbereitet. Oh, Nudelsuppe. Wow! Gerade noch erwischt. Oh, das war irgendwie fies. Komm, 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 komm. Die kriege ich auch noch, Master Wu, hä? So, Schuss, 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 Schuss. Sehr gut. Oh, 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 der scheint ziemlich gut zu sein. Die liebe Nia ist hier auf dem Weg. Und der Master Wu verfolgt mich andauernd. Was will denn der von mir? Oh, jetzt habe ich ein Schwert oder sowas ähnliches, oder? Was habe ich da? Nunchakus habe ich, glaube ich. Oh, hallo. Ha-ba-ba-ba. Oh. Ich kam ihm nur entgegen und zack, haute mir eins über die Rübe. Na, schönen Dank auch. Komm her, Inat. Du bist doch dieser Ronin. So, jetzt Achtung, Falle. Ha, mega erwischt. So macht das ein Profi. So, Achtung, Falle, Falle, Falle. Oh, er ist weggelaufen. Wo ist er? Da ist er. Stehen bleiben. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Das Spiel ist so lustig. Das ist so lustig gemacht. Läufst du den hinterher, zack, fallen sie runter. Katze, 39 Punkte. Oh, gleich viele Punkte wie Lu T-Rex. Aber ich wurde wahrscheinlich auf Platz 1 katapultiert. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil ich der Samurai X bin. Krone freigeschaltet. Wir tragen jetzt eine Silberkrone. Sehr toll. Und hier sehen wir nochmal die Endresultate. 2 Gegner erledigt, 29 getroffen. Nicht schlecht. Bestenliste, der Gerrit hat 167 Punkte in einem Match. Wie will man das bitte schaffen? Das ist ja unmöglich. Da muss einer stehen bleiben und der andere schießt die ganze Zeit drauf. Nur dann geht das, denke ich. Oh, Krone freigeschaltet. Yay, yeah, das haben wir schon gesehen. Okay, auf jeden Fall ein lustiges Spiel. Mein Lemi sagt vielen lieben Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht's weiter. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge. Rechts oben gibt's einen Videovorschlag. Tippt einfach drauf, um direkt zu den Videos zu kommen. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt. Das würde mich sehr freuen. Also, bis zur nächsten Folge.